Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele. Und es ist wieder Freitag, ein neues Journal ist fertig, das Wochenende steht vor der Tür. Wunderbare Sache, immer noch Urlaubszeit, immer noch August, also zumindest Urlaubszeit, wenn man so im Süden Deutschlands guckt, hier oben läuft alles schon wieder einigermaßen normal seinen Gang. Ist nun mal so. Trotzdem einiges an Meldungen da, viele interessante Sachen finde ich. Und vorab haben wir hier eine Sache, nochmal kurz in eigener Sache. Und zwar würden wir uns ganz gerne erstmal auf diesem Wege für viel Feedback bedanken, für eine tolle Anzahl von Abonnenten, mit der wir eigentlich nach dieser Zeit noch gar nicht gerechnet hätten. Und wir sind wirklich echt, ja, wir sind wirklich von den Socken. Wir hätten es nicht gedacht, dass es so, wie es ist, jetzt ist. Und sind daher super zufrieden. Schönen Dank an euch. Ja, und dann fangen wir auch an mit den Meldungen. Die erste gleich vorneweg ist auch die aktuellste. Die ist jetzt ein paar Stunden alt, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das hier aufnehmen. Und zwar Hall Games. Hall Games bringt raus in diesem Jahr zur Messe das Orakel von Delphi von Stefan Feld. Großes Spiel wieder von Stefan Feld. Und vertrieben wird das Ganze von Pegasus Spiele. Und nun hat Hall Games auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben, dass die Regeln ab sofort downloadbar und dementsprechend lesbar sind auf BoardGameGeek. Also alle hin zu BoardGameGeek-Regeln mal runterlesen, runterladen und dann lesen. So, und einfach mal gucken, was das Spiel so mit sich bringt. Ich finde es auf jeden Fall sehr vielversprechend. Die ersten Blicke und die ersten Berichte, die Regeln selber habe ich auch noch nicht gelesen, werde ich jetzt aber demnächst tun. Ja, und dann kommen wir mal wieder zu GMT Games. GMT Games hat ein neues Spiel aufgenommen, die P500, was nach wenigen Stunden, ich glaube, oder 48 Stunden oder so, jedenfalls sensationelle Zeit, auch bereits diese 500er-Grenze locker hinter sich gelassen hat und dementsprechend also auf jeden Fall produziert wird. Und zwar ist da die Rede von Imperial Struggle. Und wenn man Struggle hört, es ist ja oft so, dass Serien sind, die mit ähnlichen Titeln oder sowas versehen sind bei GMT. Imperial Struggle ist vom Twilight Struggle Team. Und das sollte einen hellhörig werden lassen. Angesiedelt ist das Ganze dieses Mal zur Zeit des sogenannten Zweiten Hundertjährigen Krieges England-Frankreich. Ja, am Anfang ist es William III und der Sonnenkönig, der Ludwig und so 1697 hatte ich gelesen, ja genau. Man hat Friedenszeiten, man hat Kriegszeiten, man sieht zu, dass man Allianzen bildet mit anderen Staaten in Europa und anderen Reichen, dass man in Friedenszeiten Prestige bringt, dass man sein Imperium ausdehnt und. Das Ganze wieder mit historischen Karten und wie ich GMT kenne, wahrscheinlich wieder tipptopp historisch recherchiert. Ich freue mich einfach nur drauf. Ja, Klickerspiele. Kennen vielleicht einige, die hatten vor einigen Jahren, das ist wirklich schon ein bisschen her, das Spiel Old Town auf den Markt gebracht. Das war ein Deduktionsspiel mit Western-Thematik. Das kam in so einer Pizzabox-artigen Box, ungefähr so groß, ja, so glaube ich, war die Quadrat, zum Klappen. Das war so ein beiger Karton. Total sympathische Kleinverlagsaufmachung, das mag ich zwischendurch immer sehr gerne. Und jetzt geht es weiter, jetzt kommt wieder ein Deduktionsspiel raus mit Western-Thematik, nämlich Gad's Hill 1874, bei dem es darum geht, eine Westernstadt zu rekonstruieren in der Jetztzeit. Wie standen die Gebäude, wo standen sie, wo verliefen die Straßen und, der Alltag und so weiter und so fort. Klingt super interessant, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, Stonemaier Games. Stonemaier Games gibt bekannt oder hat bekannt gegeben, es ist jetzt schon ein paar Tage her, haben vielleicht auch schon einige getan, es gibt deutsche Kartenübersetzungen auf der Homepage zum Download. Das ist ein PDF und da sind die Karten, also die Encounter-Cards und die Zielkarten schön durchnummeriert mit Übersetzungen und so kleinen grafischen Ausschnitt angegeben, also auch alles gut layoutet. Zum Ausdrucken, zum ins Spiel legen, zum neben den Spielplan legen und um so den Gamefluss oder den Spielfluss einfach weiter oben zu halten, auch wenn jetzt, wenn man mit Leuten spielt, die jetzt vielleicht keine Lust haben, englische Karten zu lesen nach Feierabend abends oder die eben Englisch einfach nicht so gut beherrschen. Alles wunderbar, da gibt es jetzt Abhilfe. Ja, die Size-Erweiterung. Kurz nach der Essener Messe soll sie in den Handel kommen, wirft ja nun schon einige Schatten im Netz voraus, die beiden neuen Fraktionen, Albion und Togawa, dazu neue Fraktions-Mats oder Fraction-Mats, was die ganze Sache ja noch variabler gestaltet. Man kann das Spiel jetzt bis zu 7 spielen. Und es wird keine Rohstoffe enthalten, also man nimmt die Rohstoffe aus dem Grundspiel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und zwar um diese Erweiterung für alle
Editionen des Grundspiels kompatibel zu machen. Ja, hätte man da jetzt Holz-Rohstoffe reingetan, wäre es schlecht gewesen für die Collector's Edition. Umgekehrt wäre es auch so eine Sache. Zwei verschiedene Erweiterungen. Das Typen ist wahrscheinlich auch nicht gerade so wirtschaftlich. Deswegen eine Erweiterung für alle. Und man braucht sich keine Sorgen machen. Das Ganze soll ästhetisch komplett gut aussehen. Und zu jeder Edition, die man, wer auch immer, wie auch immer, auf dem Tisch hat von Scythe, passend sein. Ja, dann kommen wir zu den Heidelbergern. Da ist es erschienen, Descent, die Nebel von Bilehall, eine Erweiterung. Es ist eine kleine Box, eher so in der Größe von Trollsümpfe und Co. Also diese um die 30 Euro Erweiterung, 25 bis 30 Euro. Preislich natürlich wieder neue Kampagne, neue Bodenteile, neue Monster, neue Hauptmänner. Und ja, man kennt's. Und wer solche Spiele gerne spielt, der kann eben gar nicht genug Futter bekommen. Und deswegen hoffen wir mal wieder auf spannende Fantasy-Abende mit Descent Second Edition. Ja, die nächste Erweiterung bei den Heidelbergern ist erschienen für Eldritch Horror, und zwar Unter den Pyramiden. Trägt uns, na, wie der Name schon sagt, eben nach Ägypten der 20er Jahre. Dazu gibt es einen separaten, kleineren Spielplan. Das ist also eine Erweiterung in der Größe von Berge des Wahnsinns. Und es gibt 8 neue Ermittler, neue Relikte, neue Unterstützer und. Also wirklich geballte Erweiterungen für Eldritch Horror, und wir sind gespannt, und ich hoffe und ich glaube, es dauert auch gar nicht mehr lange, bis sie hier das erste Mal auf dem Tisch liegt. Ja, und schlussendlich dritte Meldung von den Heidelbergern, diesmal eine Ankündigung. Vor 2 Wochen, also ich hatte nochmal geguckt, ich meine vor 2 Wochen hatten wir die Fantasy Flight Version angekündigt. Jetzt hat Heidelberger nachgezogen, und zwar Arkham Horror, das Kartenspiel, eben nicht mehr The Card Game, sondern das Kartenspiel. Deutsche Version Ende dieses Jahres. Freut mich riesig, denn das ist für mich nochmal so ein Kartenspiel, bei dem ich wirklich sage, jetzt gebe ich LCGs nochmal eine Chance. Denn zum einen interessiert es mich natürlich thematisch, gar keine Frage. Und zum anderen soll es wesentlich mehr Rollenspielelemente enthalten, was so Charakterentwicklung und so angeht, als andere LCGs. Und ich hoffe, dass das diesen Deckbuilding-Mechanismus, also wo man also vor dem Spiel sein Deck zusammenstellt, vielleicht so ein bisschen auskontern könnte, nämlich indem praktisch dieses Deck wächst, indem der Charakter sich entwickelt. Wenn das tatsächlich so ist, wie ich mir das vorstelle, dann wäre das vielleicht das LCG für mich. Ja, dann gehen wir nach Griechenland, und zwar zu Atypia Games. Hatten wir letzte Woche schon mal, und zwar mit einer Neuauflage, diesmal was ganz Neues, nämlich Fields of Green. Fields of Green läuft jetzt gerade in der Kickstarter-Kampagne. Könnt ihr mal gucken, Link blenden wir ein, oder haben wir unten in der Infobox auf jeden Fall. Und bei Fields of Green handelt es sich um, Pate gestanden. Bei Fields of Green hat Among the Stars. Da machen die auch kein Hehl draus, da steht auf der Kickstarter-Homepage drauf. Also es ist aber wohl nicht unbedingt ein Retheme, sondern besitzt auch eigene Merkmale. Ja, so dass man, dass es vielleicht durchaus Sinn macht, beide Spiele zu besitzen, wenn einen denn dieses Thema anspricht. Landwirtschaft, was es nämlich ist, Fields of Green, und mit dem Thema Landwirtschaft befindet man sich ja eigentlich, wenn man so Richtung Uwe Rosenberg und Co. guckt, in ganz guter Gesellschaft. Und schauen wir mal. Dann werfen wir mal einen Blick zu Pegasus. Und zwar ist dort in dieser Woche erschienen Make Wars Academy. Make Wars Academy, na klar, Make Wars Arena, natürlich gibt es da Parallelen, aber Make Wars Academy soll wesentlich schneller zu spielen sein. Und da erhoffe ich mir nicht jetzt, dass ich ein Spiel habe, das um Gottes Willen viel einfacher ist, sondern ein Spiel, das vielleicht diesen Zauberbuchbau am Anfang ein bisschen zurücknimmt. Zwar wird er noch drin sein, da bin ich mir relativ sicher, das ist wohl so. Ich habe jetzt noch keine Regeln gelesen, aber ich bin ja, und das ist auch jetzt irgendwie kein Geheimnis, kein Freund von Spielen, wo ich mir vorher mein Deck zusammenbauen muss. Und wenn das so ein bisschen rausgenommen wird aus diesem Magier-Duell, also Make Wars Academy, dann bin ich da schon mal ganz froh drüber. Grundspiel kommt mit Tiermeistern und Zauberern, jeweils Sets, und schauen wir mal, was das Ganze bringt. Ja, dann gehen wir nach Frankreich, und zwar dazu Matago-Spiele. Und zwar kommt daraus eine Erweiterung, eine neue für Kyklades, nämlich Kyklades Monuments, also auch wieder schicken Miniaturen, was also die Homepage verspricht da einiges von eben antiken Monumenten, und diese Monumente bringen dann wieder im Spiel zusätzlich, man bekommt die Möglichkeit mythische Wesen zu triggern, man bekommt die Möglichkeit Einheiten umsonst zu bekommen, Priester und Philosophen verbilligt einzustellen, also wieder Möglichkeiten ohne Ende. Und
Ja, schauen wir doch mal, was das dem Spiel letztendlich so Neues bringen wird. Ja, und dann gucken wir noch mal zu Matago. Da erscheint ein neues großes Spiel auch noch, das gut passt in die Kyklades- und Kemet-Reihe. Allerdings nicht angesiedelt im antiken Mittelmeer oder im mythischen antiken Mittelmeer, sondern auf der irischen Insel, auf Irland. Wir übernehmen die Rolle von Clanfürsten, Clanüberhauptern. Und natürlich möchte jemand Hochkönig werden, das kann aber nur einer. Und es geht natürlich um Gebiete, es geht um Gebäude, die man baut, Heiligtümer, Klöster, Festungen. Und natürlich wird das Ganze sicherlich auch nicht nur friedlich vonstatten gehen. Ich bin auf jeden Fall hochgespannt auf das Spiel, allein schon vom Thema her. Ja, zum Abschluss des Spielebereichs jetzt hier im Journal kommen wir nochmal zu Grey Fox Games. Da kommt Order of the Gilded Compass raus. Ein Spiel, in dem wir in die Rolle von Schatzjägern schlüpfen, die für so ja, geheime archäologische Organisationen oder Kunstsammler oder archäologische Reliktsammler, wie auch immer, fungieren und um die Welt herum, ja, eben Schätze bergen und antike Relikte und. Das Ganze mit einem Würfelmechanismus versehen. Viel bekannt ist nicht. Ich habe auch bisher wirklich nur dieses Boxcover gefunden. Aber thematisch finde ich die ganze Sache schon mal interessant. Und wenn man überlegt, im letzten Jahr kam da zum Beispiel raus bei Grey Fox Games Champions of Midgard, was ja durchaus gute Rezensionen eingefahren hat, könnte dieses Spiel hier auf jeden Fall interessant sein, sich mal anzugucken. Ja, und dann kommen wir nochmal zu Comics, und zwar Panini, da kommt heraus Maxentius, Maxentius Band 1, und schwer rauszuhören, das Ganze spielt im alten Rom, und Maxentius ist ein ja, bekannter Untergebener, wie auch immer, also man hat da ja so, pflegt ja so Patronagebeziehungen von der Frau von Kaiser Justinian. Zu dieser Zeit spielt das Ganze. Und in Rom breitet sich eine verschwörerische, umstürzlerische Gruppe aus. Es geschehen Morde und Maxentius soll das Ganze aufklären. Ja, also eine Detektivgeschichte im alten Rom in Form von einem Comicalbum. Das Ganze jetzt Band 1. Von daher wird da wohl noch was folgen. Zum Schluss eine Meldung nochmal von Panini. Und zwar erscheint dort Starlight von Mark Millar. Schönes, dickes Trade Paperback. Mark Millar, wenn man ihn von Comics nicht kennt, dann vielleicht von den Filmen oder Kick-Ass. Da ist er für die Story verantwortlich gewesen. Das ist sozusagen eine Kreation von ihm. Und da weiß man, dass man sich auf einiges gefasst machen kann. Das Ganze fernab von DC oder Marvel-Universen handelt es von einem alten oder alternden Superhelden, der in seiner glorreichen Zeit eine ganze Welt gerettet hat, allerdings fern im All. Und keiner glaubt es ihm heutzutage, dass er Superheld ist oder war oder dass er Kräfte hat oder auch, dass er dies überhaupt vollbracht haben könnte. Und so frisst er halt ein relativ ödes Frührentner- oder Rentner-Dasein, bis eben eines Tages ja, Bewohner dieses fremden Planeten vor seiner Tür stehen und ihn nochmal um Hilfe bitten, es nochmal für sie zu richten, denn ihre Welt ist wieder in Gefahr. Klingt super. Ich bin total gespannt auf den Band und hoffe, den demnächst zu lesen und dann hier was davon zu erzählen. So, das war das Journal für diese Woche. Ich hoffe, wie immer, es war genügend für euch dabei, dass es sich gelohnt hat zu gucken. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid oder zwischendurch natürlich auch bei anderen Sendungen. Guckt euch ruhig um auf dem Kanal. Ist hoffentlich für jeden genug dabei, für jeden Geschmack. Und wenn es euch hier gefallen hat oder auch diese Sendung jetzt speziell gefallen hat, dann gerne den Daumen da lassen oder gerne auch konstruktive Kritik üben. Auch dafür sind wir natürlich immer voll und ganz offen und freuen uns natürlich auch, denn nur so können wir was ändern. Ja, wenn ihr keinen YouTube-Account habt, geht auf unsere Seite www.vp-spiele.de und kommentiert da, denn da braucht ihr keinen Account. Nirgends einloggen, nichts, einfach nur schreiben. Auch da freuen wir uns natürlich über jede Reaktion von euch. Ja. Das war es, wie gesagt, für diese Woche. Und wie gesagt, ein Abo. Ein Abo habe ich gar nicht erwähnt, könntet ihr natürlich auch jederzeit schalten. Auch darüber freuen wir uns. Ja, aber dann war es das jetzt endgültig für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zugucken und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin und tschüss.